Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Vega. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Ja, das letzte Mal, meine Maus ist im Bett. Das letzte Mal wurde uns gesagt, ja, danke, dass ihr den Brief gefunden habt. Geht jetzt mal auf Route 505. Und, sprecht da mit dem Typen. Ja, welchen Typen? Die sind's wahrscheinlich nicht. Hier muss ja irgendwo ein Ranger sein. Das ist er wahrscheinlich. I got a message on my style from a friend in Ruset Museum. I'd be nice if I capture that dark trio and I got it out of the way, right? Well, then come with me. Danke. Ja, perfekt. Dark trio, you're boring people by here. Yeah, please understand. Capture on. I've gotten through to this heart. The capture was a success. Doctor, thank you for your understanding. Don't inconvenience people anymore, okay? Release. Ja, geil! Route 506. Danke. Und wisst ihr, was Route 506 in Wirklichkeit bedeutet? Einen Moment, das müssen wir jetzt kurz machen, und zwar Input. Set Config 1. Select. Soll das und start das. Weil das verstellt sich immer wieder. So. Jetzt möchte ich nämlich mal kurz gucken, haben wir denn 19 Pokebälle? Komm schon, gib mir was, was ich brauche. Egal, erstmal den Typen hier rausfallen. My dream is to fill every inch of my house with Pokémon decorations. Dann kannst du uns doch direkt mal was abgeben. Da muss ich echt aufpassen. Oder ich töte es einfach direkt. Weiß ich nicht, soll ich... Ich habe das Gefühl, lieber ein- und raus switchen ist effektiver als, mit dem EP-Teiler. Der EP-Teiler, habe ich das Gefühl, da habe ich die ganze Zeit überhaupt gar nichts von. Bam, Ember, Instant-Tod und Nidoran weiblich, kann ich auch mit Ember töten. Es läuft auf jeden Fall. Ich habe zwar ein bisschen Angst vor den kommenden Arenas, weil ich zum nächsten Jahr wieder dann 10 Level höher trainieren muss auf... Ja, sagen wir mal 35. Für die nächste Arena muss ich schon 35 sein. Und ein Nidoran weiblich ist unser erstes Pokémon hier auf der Route. Hätte jetzt auch was Cooles sein können. Das Problem hierbei ist jetzt einfach, ich muss dafür sorgen, dass es sich selber so viel abzieht, dass ich es fangen kann. Weil ich One-Hit es ja. Aber es scheint zu klappen. Zack. Natürlich. Es setzt einmal Poison Sting ein und ich bin vergiftet. Versuchen wir es mal. Und gefangen. Gewünscht war der Name Chiara. Und so soll es auch heißen. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder zurück. Bevor wir hier noch unser Pokémon verrecken. Na, ob ich zufrieden bin mit dem Fang? Ich tendiere eher zu nein. Es sei denn, dass Chiara ist richtig gut drauf. Attacke von 20 und hat Poison Touch oder hier in dem Fall Poison Point. Ja, weiß ich nicht. Durch auf jeden Fall mal nach vorne, weil wir machen das Einwechseln Game. Ich habe auch das Gefühl, dass mit dem Einwechseln besser klappt als mit dem EP-Teiler. Der EP-Teiler, der ist irgendwie richtig scheiße. Wenn unsere Augen sich treffen, ist das ein Zeichen von Kampf. Na gut, wenn er das so sagt. Doppelkick. Yo, ist klar, ey. Chiara, du gehst ja ab. Ey, alles easy. Mach ich. Bam. Chiara hat seinen ersten Gegner erfolgreich zerstört. Glutaku, da lass Chiara kurz draußen und wechsel dann auf... Ja, Pavelina.
Und ach, Watergun habe ich jetzt hier. Okay, Rokira Level 14, das hört man doch gerne. Und sonst ist hier ja scheinbar nichts in der Ecke. Bestimmt mal gucken, was ich hätte auch kriegen können. Da ist das Nidoran männlich. Hat wahrscheinlich aber auch Poison Point. Sollte ich also nicht unterschätzen. Es geht. Der Damage Output ist jetzt nicht der beste. Pichu. Eigentlich kann mit Pichu nicht viel anhaben. Außer mich zu paralysieren. Das ist natürlich kacke. Ich kämpfe jetzt eine Weile mit unserem schönen Freund hier. Weil scheinbar kann das gar nichts anderes, außer meine Attacke niedrigen machen. Oh, mich verwirren. Genau das wollte ich ja. Jetzt kann ich in Ruhe. Ich werde ja wohl ein Paralyse-Heal dabei haben, oder? Nee, warum auch, ne? Das ist schon wieder kacke. Sorry Leute, aber da muss ich natürlich wieder zurücklaufen. Das kann ich gerade nicht eingehen. Bei der Nuzlocke Challenge ist halt das Problem, dass du immer und immer wieder hin und her laufen musst. Ich kann ja demnächst auch mal... mal kein Hack spielen, sondern Pokémon Diamond oder Pearl oder so. Ich würde gerne auch vom DS aufnehmen, aber dann müsste ich das so machen wie diese Kackboons, die dann immer denken, die müssten ihren DS abfilmen. Ich kann es ja mal probieren, wie es aussieht. Ne? Wenn es nicht so scheiße aussieht, dann ist das ja sogar eine Possibility. Sweet Sand, Alter. Das ist ja ein Traum. Nidoran kann ja alles machen. Und wir finden Tiny Mushroom. Und sind jetzt in einer Höhle. Ja, hier gibt es doch bestimmt was Verstecktes. Da hat einfach keiner eine Bock, was zu mappen. Ja, ich muss jetzt checken hier. Jedes Dingens. Weil das ist ein Gegner. When I go over sky jump, it feels like I'm flying. Klatschheit, Double Kick. Und Double Kick. Und Snow war auch Double Kick. Hä, easy. Ey, voll schön. Kiara zerstört sie einfach alle und entwickelt sich jetzt auch noch. Nidorina. Erstmal ein Potion. Gerade heute erst gefangen. Schon Nidorina. Ja, also auf jeden Fall. Hätte ich echt erwartet, dass da irgendwo ein Geheimgang ist. Thanks for buying the battle. I'm selling. Well, let's begin. Diglett, hier kriegst du erstmal einen Doppelkick. Bam! Alter! Talo. Ja, kommt mal wieder hier, Kizuna. Zack. Peko Meko. Kann Kizuna draußen bleiben. Weil da habe ich Angst wegen Suizidbomber. Wissen wir, haben einen unserer Vogel-Pokémon verloren. Okay, hier ist ein Haus. That Nidoran. They have hidden items in all sorts of places. You didn't know it right where then. This is just for you. Oh, wie schön. Register. Solange ich nichts anderes habe, kann ich ja nichts. I wonder if I should wear a longer skirt. My legs are getting cold. Ja, vielleicht solltest du das tun. Gegen das Vogelvieh habe ich eigentlich nicht so eine gute Chance. Dann lieber hier.
Weil Confusion hätte mir ja sogar ziemlich viel abgezogen. Capricorn. Auch hier dürfte aber tatsächlich auch Normaltyp sein. Das heißt, mit Doppelkick hätte ich da sogar was ausrichten können. Ne? Oder ist noch ein Pokéball? Jetzt kann ich wenigstens endlich mal die ganze Zeit irgendwelche Sachen drücken. Gibt es hier vielleicht in der Höhle doch was? Nö. Der Itemfinder scheint ja wunderbar zu funktionieren. Oh, Runde 519? Ja, geil. Familiarize yourself with the use of Combine Equip. If you use it wrong, it will be dangerous. Ihr habt ja auch gesagt, ich soll in der Regel die Dingens einsetzen. Hypnose. Oh, wie mies ist das denn? Und zack. Habe ich nicht aufgepasst. Rhinos. Okay, hier muss ich dringend. Watergun einsetzen, bevor das Vieh noch zu stark wird. Chiara. Und dann auf Wendy. Zack. Hier kommt ein Doppelkampf. Den gönnen wir uns mit Chiara und Wendy. Wir sind Zwillinge. Und unsere Herzen sind vereint. Ja, gut. Das war wohl ein bisschen outzwillingt. Guardspecs, dafür hat es sich nicht gelohnt, diesen Kampf zu bestreiten. Okay, ist auf jeden Fall ein neues Gebiet. Bevor ich jetzt hier... Ah. Oh, Revive. Nützt uns ja nichts. Außer wir führen das ein, dass wenn ein Item gefunden, ein Revive gefunden wird, ich einen Pokémon wiederbeleben darf. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Okay, erstmal 519er Pokémon fangen. Oh, was ist das denn? Velvet! Ja, geil. Es kann Schaufel, okay. Ist sehr effektiv gegen mich. Es kann Lick, okay. Geistboden? Geistkampf? Flash. Einen Moment, Leute. Okay. Wurde mal wieder unterbrochen. Das passiert ab und zu. Weil keine Folge ohne Fail, wie wir wissen. Perfekt. So, und jetzt wird es Zeit, Pokéball zu werfen. Komm schon. Sei kein uncooles... Ah, du bist so uncool. Nochmal. Okay, scheinbar... ja. Wenn es verwirrt ist, dann bleibt auch ein Ball drinne. Und zwar Yumi. Kann auf jeden Fall schon mal Schaufler. Und ist nur normal. Okay. Kann aber schon jetzt ziemlich viele verschiedene Attacken. Was Schönes. I give you money if you lose on purpose. Ja gut. Der wollte ja nicht anders als den Double King in die Fresse.
I battle you with my Pokémon raised in the daycare. Oh, hier ist eine Daycare. Mega. So, wieder Yumi einsetzen. Da ist wieder der Klotaku. Der darf Wessler diesmal ran. Toll, Wessler, du bist vergiftet. Das ist nicht so geil. Ich weiß nicht, wann das nächste Mal ein Dingens kommt. Deswegen setze ich lieber die Antivergiftung ein. I trained in Johto. Let me show you my power. Hab ich auch. Aber kommt dein Dingens auch gegen Bulldoze an? Ich denke nicht. Es läuft. Hallo. I'm the tech man. I'll take off. If you like me to raise your Pokémon, talk with my wife. Geht das ja eigentlich, wenn ich jetzt auf meinen PC gehe, Move Pokémon mache? Nur mal testen. Jetzt Move Pokémon. Jetzt denkt der, hä, wieso hat er das gemacht? Um meinen Pokémon vollständig zu heilen. Ist das Betrug? Nö, ist ja wie Pokémon Center, nur anstrengender. Und bestimmt kommt gleich ein Pokémon Center und ich habe das vollkommen umsonst gemacht. Zack. Zack. Alle wieder voll geheilt. Him today, we can raise your Pokémon. Nein. Brauchen denn das Log Challenge alle meine Pokémon? Ich habe gerade nicht genug, um eins wegzugeben. Muss denn jetzt lang? Oh, hier dann wahrscheinlich. Was? Wie cool. Nicht so cool. War es normale Trainer, die einfach Tränke einsetzen? Wie mies ist das denn bitte? Aber was hat's hier? Intimidate. Cool, das wird bestimmt zu so einem Ursaring-Klon. Naja, das hat hier eigentlich gerade nichts. Hier kommt erstmal Kizuna wieder raus. Ja, danke fürs Aufwachen. Auf jeden Fall. Janbeere. Da kann Kiara was machen, weil Kiara wird keine 18 HP von einem Janbeere abgezogen bekommen. Zack. Capricorn, da kann Yumi wieder raus. Ja, bam. Alter, Yumi. Mega. Aber leider nicht entwickelt. Schön wäre das. Wo sind wir jetzt? Gute 518. Jetzt gleich habe ich einen Pokémon übrig, um der Daycare abzugeben. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann wieder zur Daycare zurückkomme? Ah, hier komme ich nicht weiter. Nin, nin, viele Power of my Pokémon Ninjitsu. Okay. Du hast erstmal einen Klotaku. Das finde ich schon sehr fragwürdig. Jetzt hast du einen Willis. Wird meistens von Ground Attacks nicht getroffen. Kizuna ist da nicht die wahre Wahl, weil halt Feuer gegen Eis nicht so schlau ist. Aber wenigstens komme ich hier nicht weiter. Sonst wäre ich richtig verwirrt gewesen. Wo muss ich hin? Wo muss ich lang? Wie sieht's denn mit Lick aus? Nee, das ist nichts. Dann lieber Kiara, Mega Drain. Zieht jetzt nicht so viel ab. Wow! Also mit Erdbeben habe ich beim besten Willen nicht gerechnet.
Ich bin froh, dass Kiara überlebt hat. Execute, okay. Eierbombe, Icy Wind und das Eis auf Eis gelegt. Erstmal Potion. Zwei Stück. So, jetzt denke ich mal, fangen wir noch unser nächstes Pokémon. Ja, auf dieser Route. Ein Hutut also. Besser als nichts. Ne. Und das nennen wir ganz einfach dreist. Oh. Oh. Und damit war's das für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dahin. Gute Nacht.